Wolltest du das sagen? Schweigen. Ja. Hallo. Und hallo. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Hallo Sandra. Hallo Martin. Ich kriege immer wieder böse Zuschriften, weil ich dir ins Wort falle. Ich sei ein unfreundlicher, unhöflicher Mensch. Hallo Martin, liebes Modern Koi Team. Es ist Oktober, die Temperatur schwankt zwischen 10 und 12 Grad. Die Fische haben Dauerhunger. Eigentlich müsste man ja nochmals alles geben vor dem Winter, aber da kam der Herbst zu schnell. Was passiert, wenn die Koi weiterhin 3 bis 4 Mal zu fressen bekommen? Vergleich bei den Temperaturen 18 bis 20 Grad. Wasserwerte stimmen, können die Koi überhaupt noch Reserven aufbauen oder ist das Futter verbrannt? Also in Gänsefüßchen. Könnt ihr sogar den Koi Schaden hinzufügen? Herzlichste Grüße, Julia. Ja. Kann Schaden zufügen. Ja. Kann Schaden zufügen, ist rausgeschmissenes Geld und belastet nur den Organismus und das Wasser. Und das Umsetzen der Energie in Depots funktioniert auch nicht mehr. Wie mein Freund Martin immer zu sagen pflegt. Was? Die Schlacht im Winter wird im Sommer gewonnen. Im Sommer und im Frühherbst, sage ich. Genau, also nicht mehr im Oktober. Bis 16 Grad runter kann man wirklich noch richtig ordentlich füttern und da legen die auch noch gut Reserven an. Makoto sagt auch, bis 16 Grad runter kann man sogar auch noch Wachstum feststellen. Auch das werden wir mal untersuchen, das funktioniert auch. Da merkt man auch, dass die richtig loslegen. Die Koi fressen die ganze Zeit, ja. Aber die Koi haben, glaube ich, das ist aber eine Arbeitstheorie von mir und Sandra wird vielleicht gleich was anderes dazu sagen. Der Koi kommt natürlich als Karpfen aus der Natur und der frisst auch den Winter durch, aber der findet halt im Winter nicht sonderlich viel. Aber er ist dieses Dauerfressen halt weiter irgendwie gewohnt. Und jetzt kommt halt unser extrudiertes Karpfenfutter, in Anführungszeichen auch Mastfutter hinzu und das ist natürlich viel zu energiehaltig für die Temperaturen 10 bis 12 Grad, wenn es in Menge gefüttert wird. Also verstehen Sie, was ich meine? Die Fressgier der Koi ist größer als die Fähigkeit, mit dem Futter auch tatsächlich nachher was anzufangen. Ja, das ist mit Sicherheit so. Die Naturnahrung bietet natürlich auch richtige Fett- und Fettbomben, aber da findet er halt mal eine Larve am Tag oder zwei und nicht in diesen Mengen. Und die Verdauung macht es nicht mit. Wir haben öfter schon über die schöne RGT-Regel aus der Chemie gesprochen. Die Verdauungsenzyme, genau wie die anderen Enzyme auch im Körper, wenn die Temperatur 10 Grad sinkt, halbiert sich der Stoffwechsel. Und bei halbiertem Stoffwechsel gibt es keine doppelte Verdauung, sondern nur die Hälfte. Und deswegen belastet man tatsächlich den Organismus und das Wasser, vor allem die Kiemen, mit zu Futter, sinnlosen Futtermengen in dem Temperaturbereich. Sandra, seit ich Sie kenne, sagt sie, Martin, ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass sich die Koi-Gesundheit über die Kiemen definiert. Ja, und deshalb auch, wir sind bei ihr, wo wir die Ergebnisse dann gesehen haben, irgendwann mal hat sie sich diebisch gefreut, dass wir mit 30% Eiweiß mehr erreichen können als mit 40% Eiweiß, was das Wachstum, die Gewichtszunahme, aber auch die Vitalität. Viele unserer Kunden schreiben heute schon nach 4 Wochen, wow, gehen die Fische völlig durch die Decke. Hast du auch schon die Resonanz bekommen? So, einfach den Kiemen geht es besser. Ja, und ich habe schon oft den Vergleich gebracht, das ist wie mit dem Rauchen. Sie können 10 Jahre jeden Tag eine Schachtel rauchen, da wird es wahrscheinlich noch nicht wirklich zur großen Katastrophe kommen. Aber die Lunge wird halt belastet und belastet und belastet. Und irgendwann definiert sich ja ihre Gesundheit über die Lunge. Der Mensch funktioniert natürlich ganz anders. Aber beim Fisch ist es einfach die Kieme, wo mit der Umwelt am meisten Austausch stattfindet. Ja, und wir wissen, Kolumnaris ist ein Lungenproblem, wenn Ammonium zu Ammoniak wird, ist ein Kiemenproblem, wenn oder in erster Linie selbst KHV ist ein starkes Kiemenproblem in der Regel. Sicher, auch die ganze Verdauung braucht Sauerstoff. Also einfach die Sauerstoffbeladung im Blut muss da sein, um den Organismus am Leben zu halten. Aber auch jetzt Umweltprobleme wie zum Beispiel Ammonium-Ammoniak-Verhältnis, Ammonium bei zu hohen pH-Werten, Ammoniak macht als erstes die Kiemen kaputt, bevor irgendwas anderes passiert. Und darum müssen wir auf die Kiemen verdammt gut aufpassen. Genau. Das ist so. Also, warst du eigentlich dieses Jahr mal an einem Teich, wo du gesagt hast, die Kiemen sind nicht belastet und verschleimt? Ja. Echt? Ja. Ich habe sogar mit Tim zusammen hier schon Abstriche gemacht und gesagt, die Kiemen sind in Ordnung. Aber einmal hat sie gesagt, sogar, die Kiemen seien verschleimt. Dann ist nachher Tim zu mir hergekommen und hat gesagt, ich habe nicht gesehen, was sie meint. Ja, Martin und Tim sehen das nicht. Doch, wir sehen das schon.
So, Sie wollen es manchmal nicht so sehen. Nein, das ist ganz normal. Man kann hier, das ist aber auch so ein Phänomen. Sie haben zwei Becken nebeneinander, die Filter laufen gleich lang, Sie machen genau das gleiche Management, die gleiche Futtermenge, die Tiere sind genetisch gleich, Sie schauen ins eine Becken rein, dann haben die Kiemen ganz leichten weißlichen Belag, also nichts Nekrotisches, und die anderen sind blutrot. Aber ich bin mir sicher, guckt man drei Tage später, ist es genau umgekehrt. Das kann auf jeden Fall sein. Das sind individuelle Unterschiede, genau. Sicher auch da. Und wirklich die Aussage treffen kann man eigentlich sowieso erst, wenn man im Mikroskop gesehen hat, wie die Kiemenlamellen dann sich mikroskopisch darstellen. Dann ist das eigentlich auch untermauerbar und fundiert. Nur allein von der Farbe und vom Schleimgehalt her lässt sich das sicherlich nicht zu 100% voraussagen, dass der Fisch das krank ist. Das habe ich auch schon beobachtet. So, du musst weiter. Jetzt. Wo geht es heute noch hin? Richtung Norden. Norden? Ja, welche Stadt? Richtung Würzburg. Würzburg ist nicht so weit. Stunde. Für mich eine halbe. Das ist die Rennstrecke, oder? Die A81. Früher gewesen, ja. Aber das aber ist immer noch. Ja, sind ja über Baustelle. Ja, das stimmt. Das ist mehr geworden. Wie überall. So, das stimmt. Also, vielen Dank, Julia. Mach's gut. Danke. Und pass auf deine Koi auf. Genau. Ja. Schön. Ciao. Tschüss.